pa. Tatsache, dass der hinter der Umwärmer irgendwie verharzt ist. Ja, dann wasch hier mal ein bisschen aus mit Öl oder so. Naja, das sieht ja aus wie VMVA, das Ding. Tippitoppi Rad war. So, das ist natürlich jetzt noch hier total. Nur eine 8 drinne. Wir müssen die 8 ohne auszentrieren. Hey, hallo. So, kleine Frage, meine Sache ist ein bisschen frei geworden. Was ist der geworden? Mein Sattel, das ist der. Das ist frei geworden. Locker. Ja, genau. Okay. Und dafür kein Spanner. Haben wir oben. Musst du mal schauen. Ah, okay. Leon, er braucht Werkzeug für seinen Sattel. Kannst du ihm das geben? Das Richtige? Oder zeigen, wo es ist? Was ist denn nur los, Mann? Was ist denn hier?
wieder funktionieren. Okay. Ja, so finde ich das super, ne? Freut er sich. Wie viel zahle ich jetzt? 145. Ja. Bitteschön. Grazie. Na dann, alles Gute. Alles Gute, danke. Ich habe auch ein bisschen das Hinterrad zentriert, aber eine 10er 8 ist immer noch drin, ja? Eine 10er 8 ist immer noch drin, ja. Ja, weil das ist ganz schön, das war ganz schön. Böse, ja. Ja. Ist alles nicht so stabil, wie es aussieht, oder? Anscheinend. Oder ja. Eben schon so alt. Meine Frau hat eine Fahrrad geguckt, da ist, die ist im zweiten Jahr, da ist der Reifen schon, der löst sich auf. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das Ding hat fast 300 Euro gekostet. Ja, aber das ist günstig für ein Rad. Aber der Reifen hat ja nicht nach zwei Jahren schon einmal. Doch. Ja, echt. Ja. Das ist so billiger Gummi, alles. Ja, das, da gebe ich dir recht. Das ist das Problem. Das ja. Ist alles, wisst ihr, so eine, guck mal, das Ding ist aus Anfang 90er Jahre. Ja. Super Qualität, das ist, aber das hat auch mal 1700 Mark gekostet. Das war ja, richtig ja, viel ja, klar, Geld ja, damals. Ja. Weißt du? Gut, deswegen. Ich bedanke mich. Ja, ja bitte. Habe ich mit den Komponenten, oder? Hä? Komponenten hast du selber gemacht, oder? Ja, ich habe selbst gemacht. Aber es ist halt alles los. Ich habe nur den Rahmen gekauft damals. Mhm. So, was war jetzt hier noch so? Chrisson. So, Chrisson Ruck. Na mach, ich muss hier so ein scheiß Billigrad reparieren. Gummi! Was war mit der Eulen? Warum war die so scheiße? Du wolltest das jetzt gemacht haben. Ja, aber wie? Jetzt sehen die immer gleich. Muss doch mal sagen. Hey, Illuminator! Papa! Ja, komm her! Jetzt. Noch hin und noch hin und jetzt? Hopp! Hopp! Papa, heute war die Kinder gut. Heute war die Kinder gut? Ja, weil ich woanders keinen Platz habe dafür. Ich kann da nicht verkehrt machen. Weihnachten. Weihnachten können wir wieder runternehmen. Wie stelle ich denn hier das ein? Oh, hier oben? Also hier lösen? Achso, lösen und dann da, wa? Oh. Das hier auch mal auflösen vorher. Mhm. Lösen, einschrauben und so.
früh bei mir. Jetzt jetzt. Mhm. Oh, richtig. Baby. Wollt das sein? Hallo. Hallo. Ich habe eine little reparation with my bike. A little reparation? Kannst du bitte angucken? A little repair? Reparationszahlung? Nee, Film gucken willst du nicht, Film gucken brauchen wir heute nicht. Papa, weißt du, willst du mir Eis essen? Ja, ihr wollt Eis essen, ich weiß. Hab schon gehört. Von wem denn? Von Mama. Hat Mama das gesagt? Mama hat gesagt, ihr wollt Eis essen gehen. Jetzt fragt mich jemand nach dem Kinderwagen wieder gerade. Das ist jetzt nicht für den wunderschönen Kinderwagen. Aber Kinder weit weg. Über Hermes. Papa, welchen Reifen? Ja. 26 Zoll. Papa. Was? Und ein Schlauch. Papa. Ich bin total konfrontiert mit einem. Du weißt doch selber, was das kostet. Den Reifen weiß ich nicht. Was für ein Reifen? Wie dick? Papa. Steht an der Seite dran. Oh. 175. Der einfache. Ein einfacher? 21 Euro kostet der Reifen. Und plus 16 Euro dann. Kannst du mir einmal eine Süßigkeit aussuchen? Ach, du hast gerade ein Eis gekriegt. Ich muss mal den Rad jetzt hier machen. Wir müssen aus dem Bereich hier gehen. Ich will den jetzt einkaufen. Ja, und wir haben Geld. Ja, und wir haben Eisladen. Aber ist ja egal, ich ziehe das jetzt mal so um. Wenn ich irgendwo anders herkomme als vom Arbeiten, dann. Vater, das ist ja furchtbar. Soll ich dir mal erklären, wie das funktioniert? 50 Cent? Mama, aber auch 40 Cent. Ich will die Papa. Mama, du hast da genug Geld. Hast du 50 Cent, Tommy? Ach, das ist mein Bruder. Für einen Einkaufswagen, meine ich. Ja. Ja. Kannst du mir das Geld geben, Papa? No, no, we don't need to... Papa, kannst du mir das Geld geben? Ich habe keine 50 Cent. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe dir auch mal einen Chip gegeben hier so, oder? Nee. Doch, der ist ja nicht mehr drin. Diesen Chip von Hans habe ich dir gegeben. Kann ich den haben? Er ist nicht mehr drin, den habe ich dir mal gegeben, du hast ihn mir nicht wiedergebracht. Ach so. Sonst okay, könntest du ihn haben, ja, dafür ist er ja da. Ich habe auch zu dir gesagt, bring mir wieder, du hast ihn nicht wiedergebracht. So, weg! Okay. Nun, pass mal kurz aufs Gardi auf, ich gehe mal kurz einen 50 Cent holen, ja? Red mal da als Gardi. Oh, der wird ja auch noch Schrott an. Ja. Aber er will nur das Hinterrad. Das ist eigentlich der Kater von Marvin. Hallo. Und kommt morgen vor. Oh, der ist draußen. Hallo, bist wieder da. Das ist, warum machst du draußen? Mama ist draußen, meine Augen.
wohin jetzt raus? Ich hab keine Ahnung. Drin ist keiner. Wir gehen einkaufen, Mama. Drin. Ja, ich will doch rein. Wer ist es? Ja, Mama. Ach so, ah. Mann. Hier draußen, das schläft mir jetzt hier ein bisschen zu. Ja. Wo ist denn Lumen? Hier unten.